Es gibt leider kein eigenständiges Internetrecht oder Social Media Recht. Das spielen bei allen Internetangeboten, ob das persönliche Webseiten sind, Blogs oder eben Social Media Anwendungen, eine Reihe ganz unterschiedlicher Gesetzestexte eine Rolle. Die Pflichten der Anbieter beispielsweise eines Internetdienstes und die Verantwortung für die Inhalte in solchen Internetanwendungen werden im E-Commerce-Gesetz geregelt. Die Rechte der Benutzerinnen bzw. die Möglichkeiten, die man zum Schutz der eigenen Daten hat, finden sich naheliegenderweise im Datenschutzgesetz. Das Urheberrechtsgesetz ist dafür zuständig, wenn man fremde Inhalte, also zum Beispiel Fotos, Musikaufnahmen, Videoaufnahmen etc., die einem nicht selber gehören oder die von einem anderen Benutzer gemacht worden sind, verwendet. Im Fall von konkreten Rechtsverletzungen, wie zum Beispiel einer Ehrenbeleidigung, also all diesen Dingen, die in das Thema Cybermobbing hineinspielen, wie Verleumdungen, üble Nachrede, all diese solche Begriffe, muss man sich mit dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch auseinandersetzen. Wenn es um die Verwendung von Profilnamen oder Domainnamen geht, kann das eine Sache des Kennzeichnungsrechts, Namensrechts oder Markenrechts werden, wobei das vor allem für eine wirtschaftliche Verwendung gilt, also in Social Media Profilen seltener vorkommt. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Internet eben alles andere als ein rechtsfreier Raum ist, wie es gerne bezeichnet wird, sondern ganz im Gegenteil, was offline gilt, gilt auch online. Und dann kommen noch zusätzliche spezielle Regelungen hinzu. Nutzungsbedingungen geben den Benutzerinnen primär mal Auskunft darüber, welche Regeln für ein bestimmtes Angebot, das sie nutzen, überhaupt herrschen. Das heißt, sie informieren sowohl über die Rechte und Pflichten des Anbieters als auch des Benutzers oder der Benutzerin. Wenn wir jetzt zum Beispiel Facebook hernehmen als Beispiel, als häufiges, da steht drin, welche Daten von den Benutzerinnen gesammelt werden, wofür sie verwendet werden bzw. wie sie genutzt werden dürfen. Aber es steht auch drin, woran die Benutzerinnen selber sich halten müssen. Zum Beispiel, dass man keine Fake-Profile, also Profile unter einem falschen oder Pseudonamen anlegt oder mit unrichtigen Daten, zum Beispiel Geburtsdaten, angelegt werden dürfen. Dass man mindestens 13 Jahre alt sein muss, um einen Facebook-Account anzulegen. Da steht auch drin, dass man nur Inhalte, Bilder, Videos, Texte etc. posten darf, an denen man wirklich die Rechte hat, das heißt, die man selber erstellt hat oder die man irgendwie erworben hat. Und es steht auch drin zum Beispiel, was kaum jemandem bewusst ist, dass man Facebook ein uneingeschränktes Nutzungsrecht an allen Inhalten überträgt, die man postet. Und das zeigt schon, dass man Nutzungsbedingungen, auch wenn diese sehr kompliziert geschrieben sind, meistens sehr, sehr lang sind, trotzdem unbedingt durchlesen sollte, um zu wissen, welche Regeln einerseits für die Benutzung eines solchen Social-Media-Dienstes gelten und auch welche Rechte und Pflichten sich für mich als Benutzer daraus ergeben. Ich beschränke mich auf ein paar Fälle für die Rechtsverletzungen, die im Prinzip am häufigsten vorkommen in Social Media. Das ist eben zum einen die Verwendung eines fremden Namens, also zum Beispiel eines Promis, beispielsweise einer Comicfigur, einer Romanfigur oder auch einer anderen Person natürlich. Das ist dann ein Verstoß gegen das Namensrecht und üblicherweise auch gegen die Nutzungsbedingungen natürlich eines Social Media Anbieters. Das gilt auch für das Posten unter einem fremden Namen, was ja sehr häufig passiert, dieses Account-Hijacking, also dass man sich entweder einloggt, wenn jemand anders vergessen hat, auszuloggen oder irgendwie an ein Passwort kommt und dann statt einer anderen Person irgendwelche Postings macht. Das ist natürlich auch verboten, weil das eine Namensanmaßung ist. Das Zweite, was natürlich verboten ist, sind alle Dinge, die in den Bereich Cybermobbing hineinspielen. Das heißt, Ehrenbeleidigungen heißt das so schön. Die üble Nachrede, die Verleumdung, aber auch die Verbreitung von falschen Informationen über andere Personen beispielsweise. Auch die Weitergabe von vertraulichen, persönlichen Informationen von anderen stellt einen Verstoß dar, und zwar in dem Fall gegen das Datenschutzrecht bzw. Persönlichkeitsrecht dieser Person. Und natürlich zu guter Letzt die Urheberrechtsverletzungen, also das Posten von Fotos, Videos, Texten und anderen Inhalten, an denen ich die Rechte gar nicht habe, also von fremden bzw. urheberrechtlich geschützten Inhalten, das ist natürlich auch verboten. Die Frage nach der Strafe ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil das sehr stark vom Verstoß abhängt. Was jedoch jedenfalls passieren kann, ist eine Unterlassung, das heißt, ich muss den fraglichen Inhalt dann wieder entfernen auf alle Fälle. Außerdem kann es sowohl bei Urheberrechtsverletzungen als auch bei Ehrenbeleidigungen zu Schadenersatzforderungen kommen.
Das mögliche Strafmaß gerade solcher Schadensersatzforderungen hängt sehr stark vom Alter der Betroffenen ab. Das heißt, bis zum Alter von 7 Jahren beispielsweise haftet die aufsichtspflichtige Person, also die Eltern, die Lehrer, Jugendleiter etc. für verursachte Schäden. Zwischen 7 und 14 Jahren ist das ein bisschen kniffliger. Da kann man eigentlich nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen haftbar gemacht werden. Und ebenfalls in Ausnahmefällen können die aufsichtspflichtigen Personen haftbar gemacht werden, wenn allerdings tatsächlich eine Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegt, was sozusagen in dem Alterssegment gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Ab dem 14. Lebensjahr ist man definitiv für alle Schäden, die man verursacht, voll haftbar. Also da ist man selbst dafür verantwortlich. Fürs Strafrecht gelten ein bisschen andere Altersschranken, wobei Verstöße in Social Media üblicherweise nur zivilrechtliche und nicht strafrechtliche Konsequenzen haben. Das hat also damit wenig zu tun. Abgesehen von den rechtlichen Auswirkungen kann auch der Anbieter einer Social Media Anwendung natürlich zum Beispiel Beiträge löschen oder sogar das ganze Benutzerprofil löschen von jemandem, der einen Rechtsverstoß begangen hat, oder sogar den Benutzer oder die IP-Adresse für weitere Versuche, sich anzumelden, sperren. Zunächst einmal kann man jedenfalls sich an den Anbieter eines Social-Media-Dienstes wenden und solche Verstöße einfach melden. Ja. Dafür gibt es üblicherweise eigene E-Mail-Adressen, eigene Help-Adressen oder sogar bei vielen Social-Media-Plattformen beispielsweise eigene Buttons, wo man draufklicken kann, wenn man einen Inhalt identifiziert, der illegal ist oder halt irgendwie mich persönlich betrifft. Das liegt daran, dass gesetzlich jeder Benutzer bestimmte Rechte hat nach dem österreichischen Datenschutzgesetz. Das ist zum Beispiel das Auskunftsrecht. Das heißt, ich kann jederzeit von jedem Anbieter eine Auskunft darüber verlangen, welche Daten er von mir sammelt, beziehungsweise was er mit diesen Daten genau tut. Das kann ich also jederzeit machen, ohne Angabe von Gründen. Ich habe auch ein Widerspruchsrecht gegen die Verwendung besonders sensibler persönlicher Daten. Das ist ein bisschen schwieriger. Was ich aber vor allem habe, und das hängt eben mit dem oben genannten Löschen oder Melden beim Anbieter zu tun, ist eben das Recht auf Richtigstellung oder Löschung von Daten, die mich betreffen. Die kann ich jederzeit fordern. Muss ich auch fordern, denn falls der Anbieter der Aufforderung nicht nachkommt, kann ich danach rechtliche Schritte ergreifen. Das heißt, ich kann entweder mich an die österreichische Datenschutzbehörde wenden oder ich muss tatsächlich vor Gericht gehen und einen zivilrechtlichen Prozess machen. Dafür ist es allerdings in jedem Fall notwendig, dass man zuerst einmal den Anbieter auffordert und erst wenn der sozusagen dieser Pflicht nicht nachkommt, diese Richtigstellung oder Löschung zu machen, dann kann man eigentlich erst sozusagen weitere rechtliche Schritte ergreifen. Genauere Informationen zu diesen Rechten und auch wie man sie am besten wahrnimmt, kann man sie am besten direkt auf der Homepage der österreichischen Datenschutzbehörde anschauen. Da werden eigentlich alle Fragen beantwortet und auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die man eben hat, wenn der Anbieter nicht Folge leistet, ganz gut erklärt. Grundsätzlich ist es einmal so, dass man immer, wenn man etwas im Internet postet, etwas zur Verfügung stellt. Das ist sozusagen eine Nutzungsart im österreichischen Urheberrecht, die so benannt ist. Und nach österreichischem Urheberrecht hat ausschließlich der Urheber, also der etwas geschaffen hat, ein Werk geschaffen hat, das alleinige Recht, etwas in dieser Form zur Verfügung zu stellen. Das heißt eigentlich also, wenn ich darf nur Bilder, Texte, Musikstücke, Videos, was auch immer, posten, an denen ich selber die Rechte besitze, das heißt, die ich selber gemacht habe, also von denen ich der Urheber bin, der Schaffer bin, oder für die ich die Rechte habe, zum Beispiel, weil ich diese Rechte explizit gekauft habe oder diese Dinge von den Rechteinhabern zum Beispiel frei zur Verfügung gestellt werden. Es gibt ja auch viele Bilderplattformen beispielsweise, wo man ganz offiziell und ohne Einschränkungen diese Bilder auch herunterladen und weiterverwenden darf. Oder eben Dinge, die gemeinfrei sind, Werke, die gemeinfrei sind. Gemeinfrei heißt, sie sind außerhalb der gesetzlichen Schutzfristen. Das heißt, das Urheberrecht gilt nicht mehr für diese Werke. Eine missbräuchliche Verwendung von fremden Inhalten kann, falls ein wirtschaftlicher Schaden entsteht, und das ist zum Beispiel schon dann der Fall, wenn ich ein Bild verwende, das einerseits jemand anders gemacht hat und das dann aber, nehmen wir jetzt an, zum Beispiel als Poster verwende oder so irgendwas, ja, dann kann das ein wirtschaftlicher Schaden sein.
Und in dem Fall kann es auch zu Schadenersatzforderungen kommen. Das ist auch häufig, zum Beispiel, wenn man Musikstücke downloadet oder irgendwelche Filme oder ähnliches. Man sollte sich also immer vergewissern, ob man etwas überhaupt posten darf. Download ist nicht so das Problem, aber das Upload. Das heißt, sobald ich zum Beispiel bei Facebook oder Bild über WhatsApp oder so weiter verschicke, stelle ich eben etwas zur Verfügung und das darf ich grundsätzlich einmal nicht. Um sich darüber weitere Informationen zu holen, gibt es sehr gute Webseiten, die diese Informationen auch explizit für Jugendliche, für Lehrer und Lehrerinnen und für Eltern sehr gut aufbereiten. Ein häufiges Missverständnis im Bereich des Urheberrechts hat mit Bildern zu tun. Gerade in den Social Media meinen viele, dass ein Bild, auf dem sie drauf sind, auch tatsächlich ihnen gehört. Das ist aber nicht so. Der rechte Inhaber an einem Bild ist immer der, der das Foto gemacht hat. Also der Fotograf, die Fotografin. Was ich schon darf, ist, ich kann als Abgebildeter die Verwendung eines solchen Bildes untersagen, wenn meine persönlichen Interessen, heißt das, verletzt werden. Also zum Beispiel, wenn das Bild mich irgendwie lächerlich macht oder unvorteilhaft ausschauen lässt. Dann kann ich dem Fotografen die Verwendung untersagen. Gehören tut das Bild aber immer ihm. Da es immer eine Streitfrage ist, ab wann die Interessen eines Abgebildeten wirklich verletzt sind, ist es empfehlenswert, sich, wenn man zum Beispiel eben in Social Media irgendwelche Fotos von Freunden postet, vorher tatsächlich ihre Zustimmung zu holen. Das heißt, man sollte nur Fotos posten, die man A, selber gemacht hat und B, die abgebildeten Personen vorher um ihre Zustimmung fragen, dann ist man eigentlich sozusagen in einem sicheren Bereich.